Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich würde ja sagen, willkommen in einer neuen Welt und genieße deinen Aufenthalt. Wir sind aber leider immer noch hier. Ja, dritter Stern. Er kann nicht allzu nah sein, aber auch nicht allzu fern. Das haben wir doch gern. Ja. Ich weiß auch, vor ein paar Parts hat Lauren oder 2 Zorro so nett geschrieben. Der 3 Sterne steht, ist ja quasi gesichert. Jetzt kannst du ja mal langsam weniger Save States verwenden. Nein. Wenn es doch nur so einfach wäre. Ab hier wird das wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Dieses Level hat wirklich ein paar sehr, sehr fiese Fiesigkeiten. Insbesondere, wie ich hier hochkomme. Ich vermute mal, ich muss hier aber hochkommen, um auch den dritten Stern einzusacken. Och Mann. Leider schon hier mit den Blüten habe ich so meine Probleme. Mit den herunterfallenden. Es ist nicht so einfach. Zumindest nicht für den Casual Mario 64 Spieler, sage ich mal. Der ich halt nun mal nach all den Jahren immer noch bin. Was soll ich machen? Haha! Haha! Dann hier drauf und dann nix wie rüber. Ja, ist doch gar nicht so schwer. Da kann man sich doch auch leichter machen, ne? So, aber jetzt über hier. Uhu! So, und ich bin ziemlich sicher, dass wir das irgendwie mit der Rakete machen müssen, dass hier noch irgendwo was versteckt ist, wo wir vielleicht wirklich nur mit Hilfe der Rakete hinkommen. Alternativ, was kann man sonst machen? Ja, keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich. Wir werden es sehen. Erstmal müssen wir den Baum hier hoch. Weil Baum. Wow, cool. Nochmal cool. Doppel cool. Hätte ich mir ja die 80 Safe States aus dem letzten Part ja sparen können, aber da war ich halt noch nicht so darauf eingestellt, wie jetzt. Ja, also seht ihr, es klappt ja wunderbar. Nee. Ist wirklich dieser Baum oder generell alles hier ab dem Raketenabschnitt ist so ein bisschen meine Hassstelle im Hack geworden. Wobei, kann ich nicht sagen. Also Sandvogel ist immer noch, wow. Ich hasse ihn immer noch für den Sandvogel. Wirklich, ja. Brennender Hass. Richtig, richtig brennender Hass. Wenn das funktionieren würde, weißt du? So. Da funktioniert es dann auf einmal. Also ich darf wahrscheinlich nicht Press nach vorne drücken. Sondern ich muss so ein bisschen, also man muss es so ganz leicht justieren, aber ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach. Hä? Jetzt habe ich zum Beispiel nur ganz leicht nach vorne gedrückt und das war ihm jetzt trotzdem irgendwie zu viel. Das ist nämlich gar nicht so einfach, also ich hab's ehrlich gesagt immer noch nicht raus und das ist halt ein bisschen schade. Nur gebe ich dem Gimmick die Schuld oder gebe ich demjenigen, der das Gimmick gerade anwendet, die Schuld? Nämlich mir. Das ist die Frage. Vielleicht liegt die Antwort ja auch irgendwo in der Mitte. Aber guck mal, das müsste doch eigentlich funktionieren und es funktioniert halt irgendwie nicht. Also vielleicht liegt es ja wirklich an mir. Es muss an mir liegen. Bisher hat mich die Rakete jedenfalls nur dann weitergebracht, wenn ich auch wirklich nach vorne konnte. Nach oben konnte. Nach vorne hat nämlich nicht funktioniert. So, jetzt will ich mich aber hier wirklich mal genauer umschauen. Weil ich glaube schon, dass es hier so in dem Bereich sein müsste. Entweder bei dem Baum nochmal. Und das sehen wir vielleicht von oben wirklich am besten. Ich hätte ja auch mal hinter dem Blatt gucken können, ne? Aber das merken wir uns mal. So. Irgendwo bei diesen Kübeln vielleicht. Es kann halt echt sein, dass wir jetzt den ganzen Part damit verschwenden. Also wirklich nur einen zweiten Part in Welt 8.1. Nur um diesen einen Stern zu finden. Aber ich will ihn halt. Ich will sie wirklich alle. 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 Juhu. So. Jetzt bin ich übel, aber du bist mir im Weg.
Du bist mir im Weg. Du bist mir halt echt im Weg. Das sieht halt auch irgendwie... Das ist wahrscheinlich nur Deko, ne? Das ist halt... Das ist halt einfach eine große Kuppel hier. Vielleicht ist das so eine Art Gewächshaus. Ja, könnte ja sein. Nee, ich weiß auch nicht. Ich sehe nichts. Ist da unten ein Schatten? Aber das könnte auch... Sind da unten die roten Münzen nicht gewesen? Da könnte es auch ein Schatten von der roten Münze sein. Das ist ein auffälliger Schatten hier. Es ist bestimmt irgendwie rote Münze. Weil da unten waren die roten Münze. Dann lasse ich das erstmal, bevor ich wieder umkehre. Weil der Aufstieg hier ist mühsam genug. Der Abstieg ist ein bisschen leichter. Sagt auch Schalke. Okay. Oder fragt den HSV. Da war Absteigen auch leichter als Aufsteigen. Wobei, man muss ja fairerweise sagen, mit dem Abstieg haben sie sich lange Jahre lang schwerer getan. Noch viel länger als mit dem Aufstieg. Ja, von daher. Guck mal, waren wir echt schon mal hier oben drauf? Auf dem ganz hohen? Ich glaube nicht. Dann ist er bestimmt, unter Garantie ist er da drauf. Oder? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da. Ich sehe zwar nichts, aber ich glaube, ich will da oben drauf. Ich glaube, ich will da oben drauf. Ich glaube, da will ich halt echt oben drauf. Weil das sieht mir so aus wie... Ja, Mama. Das sieht mal halt echt so aus wie... Ja, mach mal. Komm, besteig mich mal. Nein, dreh dich nicht. Och, Mann. Nicht drehen. R-Taps. Ja, so, das war jetzt mal schön. Okay, da ist auch noch eine drauf. Warum sollten wir da drauf? Warum sollten wir gegen die... Vielleicht, wenn wir noch Münzen brauchen. Das ist ja eine 100-Münzen-Mission. Oder... Es gab doch... Theoretisch, es gab doch in Mario 64 eine Mission, wo wir alle riesen Piranha-Pflanzen besiegen mussten. Vielleicht ist das hier auch sowas. Vielleicht muss ich von Kübel zu Kübel... Ey, das wird's sein. Oh, Mario. Coole Pose. Aber du musst sie trotzdem nicht einbehalten. Ja, das ist es. Das ist es unter Garantie. Wir müssen bestimmt all diese Viecher besiegen. Unter Garantie. Wie viel fehlen noch? Hatte ich den da drüben? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ist ja auch egal. Wir gehen jetzt halt mal auf jeden nochmal drauf, weil ich glaube, das ist es. Das muss es sein. Na komm her. Komm hier, Piranha Plante. Zack. Ich werd bekloppt. Ich hatte recht. Aber gerade nachdem wir auch das Auge besiegen mussten, was es ja auch in Mario 64 gab, war der Gedanke jetzt auch wirklich nicht mehr abwegig. Super, dann haben wir es. Dann können wir wirklich in Welt 8.2 sogar noch in diesem Part. Wunderbar. Juhu, Geronimo. Mama mia. Gut. Ja, die Hälfte des Parts erst rum. Knapp. Ja, dann können wir ja wirklich noch hier. Mal gucken. Jetzt gucken wir uns Animal hier. Glücksspiel-Galaxie an. Oh yeah, ich hab's gewusst. Es ist wirklich Glücksspiel. Ist das jetzt Mario Party? Oh yeah. So, entschuldigt bitte. So, wir haben ja 100 Münzen. Wer könnte sie mir vergünsten? Die könnten sie mir vergünsten. Schön, dass ihr da seid. Oder auch nicht. Habe ich jetzt eigentlich gar nichts mit diesem Würfel da? Was habe ich mit dem Würfel jetzt eigentlich gemacht? Habe ich ihn kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Ne, gar nicht mehr dran gedacht. Vielleicht brauche ich ihn doch für irgendwas, ne? Das könnte ja sein. So. Wuhu! Oh, darf ich hier wieder Wandsprünge machen? Solange der Vorrat reicht. Und die Karten. Casino Cooper. Wuhu! Oh, was? Oh!
Ja. Das ist live. Das kann passieren. Passiert den Besten. Und Weehawk. Noch ein Würfel. Gut, okay. Das war die denkbar schlechteste Alternative. Ich kann auch einfach Weitsprung machen. Ich denke mir immer so oft, das reicht mit Weitsprung nicht. Das ist viel zu hoch. Aber du kommst ja mit dem Weitsprung ein bisschen höher. Ah, okay. Alles klar. Was hast du davon? Das habe ich mir beim ersten Mal nämlich nicht richtig angeguckt. Habe einfach kaputt gemacht. Oh shit, Gegner. Das ist natürlich schöner. Ich hoffe, du musst hier kein Würfelglück haben, um die 100 Münzen zusammen zu bekommen. Nicht, dass du jetzt hier die 5 Münzen aus jedem Block brauchst. Das wäre ja... Aber trotzdem eine coole Idee. Oh, 3 ist okay. 3 sind nicht 5. Aber 3 ist okay. Ich sollte mich aber hier eigentlich schon mal ein bisschen besser umschauen. Wir haben hier 3 Sterne zu finden. Einer ist ein Zielstern, einer ist ein 100 Münzenstern und einer wird wieder versteckt sein. Ich könnte mir viel ersparen, wenn ich einfach schon mal gucke, wo es da... Nein! Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt hier wieder... Ah, ich habe für einen kurzen Moment gedacht, jetzt kommt gleich wieder so ein Flipper-Abschnitt, aber nee, das ist so... Oh Gott, ey. Ich muss mir angewöhnen, doch alle paar Meter wieder zu safe-staten. Toll! Oh Mann. So. Nee, das ist nur hier so ein Ding aus Smash Brothers. Was? Ich bin doch gar nicht drauf getreten. Der lässt mich nicht vorbei. Das Miststück. Warum lässt mich das Miststück nicht vorbei? Muss ich da... Was? Was? Muss ich jetzt nicht verstehen? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wieso komme ich an dem Ding nicht vorbei? Okay. Und das hat sich... Oh! Guck doch mal. Warum muss ich jetzt an To the Moon denken? Das ist ja cool. So. So komme ich dran vorbei, hä? Ja, bringt mir das was? Ey, so komme ich wirklich dran vorbei. Ah, 8 rote Münzen sind der letzte Stern. Alles klar. Ah. Boah. Oh. 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 Nein. Nein. Ja, das ist schon besser. Nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Es hätte klappen können. Nein, das war eigentlich hoffnungslos gerade. Ah, shit, ich hatte schon wieder nicht genug Schwung. Wenn ich hier jetzt noch genug Schwung irgendwie aufbauen könnte... Oder wenn man den Sprungtritt danach mit dem Wirbler noch kombinieren könnte. Ah, fuck. Oh, das wird kein leichtes Unterfangen jetzt hier. Komm jetzt. Richtig. Ja. Oh. Okay. Ich hoffe, ich habe auf dem Weg hierher noch nichts übersehen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich speichere jetzt hier einfach mal. Oh, das Level ist geil. Jetzt muss ich nur noch mit zurechtkommen. Aber es ist Welt 8. Dass ab hier jetzt nichts mehr kommt, womit ich jetzt super gut zurechtkomme, ist nicht wirklich überraschend. Aber jetzt dürfte ich wirklich endgültig an meine Grenzen stoßen. Oh. Es würde mich eigentlich nicht wundern, wenn das ab hier so ein bisschen Extreme-Hack-Niveau sogar hätte.
bin auf die ersten Lavasprünge, Lavawandsprünge um die Ecke Sprünge schon vorbereitet. Ja, total. Lava um die Ecke Gedönssprünge. Oh, komm, wirklich. Hallo? Octagon. Oh, man. Hilfe. Oh, nö. Das will ich nicht. Das will ich halt echt nicht, ne? Oh, oh. Wann drehst du dich? Ah, du drehst dich jetzt. Gut, okay. Jetzt habe ich wieder genug Zeit. Gab es jetzt wirklich auf der Rutsche nur 4 rote Münzen? Ich habe jetzt nicht irgendwie was verpasst oder so. Ach, leck mich. Oh! Oh. Oh. Ja, nein! Vorhin habe ich doch gesagt, oh, hoffentlich kein Flipper-Level. Jetzt habe ich es doch hier. Nein! Will ich nicht. Da kannst du noch so sehr jahuen. Das will ich nicht. Oh, toll. Der hat mich ja weit wieder hochgebracht. Oh, dagegen kann ich jetzt auch so viel tun. Nein, wenn das jetzt wieder... Oh Gott, wieso hat der sich jetzt so schnell wieder gedreht? Nein, das will ich nicht. Das will ich jetzt halt echt ums Verrecken nicht. Nein. Ich muss irgendwie von Kanone zu Kanone, alles klar. Ich muss von Kanone zu Kanone. Aber ja, man rutscht eben auch sehr leicht wieder raus. Nein. Von all den Dingen, die du hättest zurückbringen können aus Last Impact, musste es ausgerechnet dieser scheiß Flipper sein. Auch wenn das jetzt ein bisschen ein anderes Prinzip ist, aber Alter. Es müssen hier drauf die roten Münzen sein. Ah. Nein! Okay. Wieso bin ich denn hier an der Kanone vorbeigerutscht? So. Ja. Der schiebt mich jetzt hier so rüber. Und dann? Ich komme weder mit diesem Bumper noch mit der Kanone wirklich da zu der anderen Kanone hin. Weil der schießt mich so blöd nach links und dann komme ich nicht mehr rechts an die Kanone. Mit dem Bumper komme ich aber auch nicht wieder weit genug nach rechts. Also, warum hat mich das jetzt weggesch... Jetzt mal im Ernst. Wer macht denn sowas ohne Save States? Wie funktioniert das? Da musst du ja dermaßen eingeübt sein. Das ist unfassbar. Oh, ich sehe schon, das ist wirklich was mir wieder keinen Spaß machen wird. Okay, jedenfalls weiß ich jetzt, welche Kanone ich benutzen musste, um... Jetzt muss ich zu der rüber, alles klar. Okay. So, hier im Flug kann ich ja schön safe staten. Und dann habe ich... Oh, ich hätte wetten können, dass ich jetzt einfach durchrutsche. Aber das kann immer noch passieren. Oder so. Oder das. Das kapiere ich ja erst recht nicht. So, hier rüber. Okay. Au. Na, wenigstens nicht der Bumper. Der Todesbumper, wie ich ihn jetzt ja liebevoll nenne, ab sofort. So. Ja, hier ist der Pissigkeitsmodus aktiviert. Es geht nicht anders. Ich wollte keinen Flipper zurückhaben und der ist ja sogar noch schlimmer wie der aus Last Impact. Er funktioniert zwar wenigstens, aber oh Gott.
Nein, der ist ja doch. Der ist doch 1000% schlimmer. Tut mir leid. Ja, genau. Das hat's jetzt gebraucht. Egal. Ja, das war eigentlich sogar ganz nett von dir. Weil jetzt kann ich mir hier die Münzen drauf schnappen. Och, ein netter Flipper. Wer hätte damit gerechnet? Wir müssen eigentlich den Part mal langsam beenden, ne? Ja, jetzt will ich den roten Münzenstern auch noch. Scheiß drauf. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen hier. Oh oh. Ja, ja, ja. Und kabam! Oha! Dass wir wenigstens 2 Sterne heute noch haben. Gut. Und die restlichen 18 Münzen. Und was uns sonst so in diesem verruchten Level noch erwartet, das erfahrt ihr im nächsten Part von Super Mario 64 Land.